Mitten in Balngries, einem beliebten Urlaubsort im Altmühltal, steht die Stadtpfarrkirche St. Walburga. Zurück geht die Kirche auf eine Kapelle aus dem 12. Jahrhundert. Die stetig wachsende Zahl der Katholiken machte im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Abbrüche, Umbauten und Erweiterungen notwendig. Mehrere Architekten hatten dabei ihre Hände im Spiel. Wertvolle Teile der Einrichtungen wurden aus den Vorgängerbauten übernommen. Heute präsentiert sich die Stadtpfarrkirche als eigenwillige, aber wirkungsvolle Nachempfindung eines barocken Sakralbaus. Die jetzige Baustruktur geht auf den Münchner Architekten Wilhelm Spannagel zurück. Nach nur zweijähriger Bauzeit konnte das neue Gotteshaus am 13. August 1913 feierlich eingeweiht werden. Die Gesamtbaukosten lagen bei 295.000 Goldmark. Der Kirchenraum überrascht durch seine Helligkeit und Weite. Die Maße sind beeindruckend. Der Innenraum weist eine Länge von 60 Metern, eine Breite von 24 und eine Höhe von 20 Metern auf. Zahlreiche Fenster lassen das Licht in das Gotteshaus strömen. Dank moderner Bautechnik und dem Einsatz eines stählernen Dachstuhls kommt das Kirchenschiff ganz ohne Stützen aus. Die Wände des Kirchenschiffs zieren Pilaster und Stuck in barockisierenden Formen. Die Altäre in einem Blauton gefasst, mit marmorierten Säulen und goldenen Ornamenten versehen, bilden eine Dreiergruppe und stammen noch aus der alten barocken Pfarrkirche. Den Entwurf zum Hochaltar lieferte wahrscheinlich der Eichstätter Hofbaumeister Jakob Engel. Ein prachtvolles Wappen weist auf seinen Stifter, den Eichstätter Fürstbischof Johann Eucher Schenk von Kastell hin. Das Altarbild stammt, so wird vermutet, aus der Hand des kurfürstlichen Hofmalers Johann Kaspar Sing. Es zeigt die heilige Walburga, umgeben von Engeln. Um den Altar an den neuen, nun wesentlich größeren Kirchenraum anzupassen, wurden überlebensgroße Statuen der Diözesanheiligen und Brüder der Kirchenpatronin Willibald und Wunibald ergänzt. Aus der alten Barockkirche stammen auch die Emporenbrüstung, die barocke Kanzel und der Taufstein mit Muschelbecken aus dem 16. Jahrhundert. Auf das Jahr 1522 geht der Grabstein für Anna und Barbara von Leon Roth zurück, der von Leuhering gestaltet wurde. Heute ist das Gotteshaus St. Walburga nicht nur eine Stätte des Gebets und der Einkehr, sondern auch ein zeitloses Wahrzeichen der Stadt Balngries. Experten sind sich einig, der eindrucksvolle Bau mit seiner originellen Grundriss- und Raumgestaltung erhebt die Pfarrkirche architektonisch weit über andere zeitgenössische Bauten im neobarocken Stil.